Wollen die hier meinem Sohn auch Arabisch beibringen, diese Ketzersprache? Nein, nein. Ich habe zu viele Wahrlich Geliebte. Ich muss nicht. mich für eine, ich muss eine wegschicken. Oh, aber ich kann auch sagen, in der Liebe geht es nicht um Quantität, sondern um Qualität. Und ich kann meine Fähigkeit, eines der Liebesdinge einsetzen, um alle zu befriedigen. Das ist ja schön. Jetzt bin ich Drei, ein oder? Das richtiger Player. wissen wir. Das sind drei immer noch, oder? Es sind Du hast immer jetzt noch gerade drei, nicht ja. ein. Du hattest jetzt quasi nicht einen Dreier, sondern einen Vierer. Ich weiß nicht, Mit ob ich denen. mit allen gleichzeitig, also. Gleichzeitig ist gleichzeitig, Pia. Das ist schwierig. Der T-Man ist jetzt auch bei mir und hat das Gleiche geschrieben und auch direkt ein Stufe 2-Abo von einem anonymen Wohltäter bekommen. Ihr seid alle wundervoll. Vielen Dank. Ich kann es übrigens nur zurückgeben an alle, die sich fragen, mit wem ich denn hier streame, dass die wundervolle Shurioka, der ihr auch folgen solltet, weil die in der gleichen Nische ist wie ich unterwegs. Also alle, die meine GameStar-Videos mögen, ah, der macht immer so viele Aufbauspiele. Da kommt ihr auch auf eure Kosten. Und ich glaube, wir werden jetzt zusammen einen heiligen Krieg gewinnen, würde ich sagen. Ab geht's. Ich Ab habe auf ein die Kind Truppen. gezeugt. Mit allen dreien? Mit einer von den Ja, dreien? mit jetzt zwei von den dreien. Eins ist schon da. Oh, vielleicht liebschafte ich gerade doch ein bisschen zu viel. Aber sind Bastarde nicht Gottesgeschenke? Das war doch deine moralische Nein, Legitimierung. hör auf, das jedes Mal so zu entfremden. Ich war ein Gottesgeschenk. Das heißt nicht, dass es die Ach anderen auch so. sind. Okay. Verstehe. Ach, ist das schwierig. Das Absurdeste dabei ist halt, dass ich einfach, ich kann theoretisch gesehen, die Frau, die von mir schwanger ist, dafür, dass sie schwanger ist, einkerkern. Das ist diese Doppelstandards, diese moralischen, sind halt so Ja. geil. Es ist einfach gut, ein Mann zu sein im katholischen Mittelalter, muss man schon einfach mal Ja. so direkt sagen. Es ist schon geil. Ja, es ist. So drei Frauen am Start und einer von dir blöd kommt, ne, in Kerker damit. Du hast ja eine Affäre gehabt mit mir. Und ich bin der König. Also bist du ja nicht mal, Ich aber. bin nicht mal der König. Ah. Patriarchat kann auch geil sein. Ich muss halt meine So, ich Frau komme jetzt. loswerden, aber das ist halt eine andere Geschichte. Ach. Damit ich Platz und Zeit für eine neue junge Frau habe, die mich liebt und nicht als fettes Schwein betitelt. Ja, das stimmt. Hast jetzt drei zur Auswahl. Und ich würde eine andere nehmen. Eine, die nicht untreu ist. Wow, das ist mal ein Doppelstandard. Von meinen Affären würde ich keine heiraten, weil die sind ja erwiesenermaßen untreu. Ist aber auch schlau, ne? Also. Solledem sind hier Dankeschön, gleich der Chaosblick, für die 2 Monate Dschihad-Gott ist und gleich ganz viel gerade hier Spaß zu den dabei dahin. Ungunsten der Dankeschön. Kriegergottes. Dankeschön. Wir müssen da mal ein bisschen rein. Da sammeln wir uns. Wenn wir die jetzt noch supporten, dann kriegen wir diese Armee da oben richtig weg. Weil wir die belagern auch Jerusalem. Da müssen wir jetzt wirklich ein bisschen schauen. Oh, die holen sich's auch. Auf, Leute! So, helft ihr mir, liebe Ja, KI-Kameraden? gleich noch als Hexe verbrennen, auf jeden Fall. Brauchen wir im Dschihad Hilfe oder was ist die Sache? Also, wir sind stärker, wenn die KI jetzt schlau ist und mit mir mitkommt. Ich warte jetzt hier mal auf sie. Ich komme auch gleich rüber. Ich gewinne gerade noch einen anderen Krieg. Das ist deswegen so ein bisschen die Herausforderung gerade.
Problem ist, sie holen sich jetzt Jerusalem. Ich weiß nicht, ob das dann schon reicht, um direkt zu gewinnen. Dankeschön, Dominik, für die 66 Monate und KI ganz viel Spaß hier weiterhin. Dankeschön, Dankeschön. Problem. Aber ich glaube, die KI kommt auch. Nee, die KI kommt nicht rein. Okay, dann muss ich abhauen. Oder typisch. Nee, sie holen, kriegen mich jetzt sogar. Ich war halt direkt hier, wenn die jetzt nach links gegangen wären, ne? Aber nee. Vielleicht kommen sie noch, wenn du in der Schlacht bist und reagieren dann. Macht die KI auch manchmal noch. Das kann sein. Jetzt geht der Gegner auf die KI und dann kann ich vielleicht rein und helfen. Oh Gott. Die nächste ist schwanger. Jetzt habe ich alle drei jetzt? Habe ich alle meine drei Geliebten geschwängert. Geil. Das ist ärgerlich. Das war so eigentlich nicht der Plan. Schwierig. Glückwunsch, warum gratuliert ihr mir dafür, Leute? Es ist belastend. Oder die KI eiert hier nur rum. Das heißt, wir werden vermutlich diesen Dschihad einfach durch Untätigkeit verlieren. Ich komme jetzt auch tatsächlich. Wir hätten die Truppen, wir könnten sie hier besiegen, aber die KI mag nicht in die Schlacht rein. Das heißt, ich kann mich nur aufreiben lassen mit meinen 16, also mit meinen 8000 Mann. Gut, das heißt, ich gehe jetzt hier mal los und plündere ein bisschen. Hol jetzt halt mal dann deren Grafschaften. Das geht ja auch. Die Saat von Gottes Sohn muss in der ganzen Welt verbreitet werden. Das ist ein bisschen ekelhaft. Ist ein bisschen widerlich. Kämpfen die da jetzt? Ja, jetzt kommt es, glaube ich, gleich zur Schlacht. Dann sollte ich da rein. Weil gemeinsam schaffen wir es. Ja, jetzt ist da eine Schlacht. Wenn ich da reingehe, gewinnen wir. Wenn ich rechtzeitig komme. Was nicht garantiert ist. Besser eine schwangere Mätresse als keine. Wir gewinnen das. Diese Weisheit. Wir werden jetzt Jerusalem verteidigen! Deus Vult, für wahr! Wir werden das entscheidende Zünglein an der Waage sein! Ha! Ah, wunderschön! Seht! Seht die Gunst Gottes! Ich dachte gerade kurzzeitig, meine zweite Tochter wäre auch schwanger, aber sie ist nur fettleibig. Auch schön. Alter, was hat denn meine Burg für Mauern mittlerweile? Lol. Ich habe jetzt Festungsstufe 8. Fängst du jetzt damit wieder an? Ja, ich habe Festungsstufe 8. Sehr schön für dich, Pia. Ja, finde ich auch. Ich dagegen werde jetzt die einzige Stadt befreien, die zählt, die einzige Burg, nämlich Jerusalem. Aber meine Armee ist ja auch dabei. Ich bin überall. Du bist auch hier? Ja, ich bin auf dem Weg gerade. Mein Schiff ist gleich da. Ja, auf dem Weg. Ja, ich habe noch einen anderen im Blute der Muslime gewartet, während du noch in Spanien fett und faul in deinen Lustschlössern rumgewandelt und deine Mätressen geschwängert hast. Also eigentlich bin ich immer noch in Spanien fett und faul, weil ich kämpfe nicht selber. Was? Aber ich habe einen anderen Glaubenskrieg geführt. Ich habe meinem Lehnsherrn geholfen gegen Villaya von Itania, also in Spanien. Deswegen bin ich zu spät dran. Dankeschön, Heinhard, für den Prime-Sub. Hat ganz viel Spaß hier weiterhin. Vielen lieben Dank. Ich das dagegen ist ja nett. Habe soeben Jerusalem befreit. Ich muss meine Midlife-Crisis hier korrigieren. Also offensichtlich lebe ich die in dicken Mauern und schönen jungen Frauen aus. Okay, das wird jetzt spannend hier. Die kommen jetzt hier einer nach dem anderen rein. Das ist ein bisschen zu viel für uns hier. Das ist gleichwertig. Mal schauen. Können wir eigentlich... Das gewinnen wir, glaube ich, weil wir die nacheinander hier so wegmassakrieren. Okay, nee, das gewinnen wir nicht. Jetzt sollte die KI vielleicht kommen. Weil hier kommen ein bisschen... Oh, die hauen wieder ab. Ja, ja, weil ich auf der anderen Seite gelandet bin. Deswegen drehen sie jetzt um und wollen mich, glaube ich, angreifen. Und sind jetzt so ein bisschen verwirrt. Ich gehe jetzt aber nochmal auf See raus, weil ich sterbe auch, wenn ich alleine erwischt werde. Und fahre dann bei dir mit rein, um zu unterstützen. Das ist auch gut. Weil hier kommt jetzt gleich eine Schlacht. Ich habe jetzt eine nach der anderen. Ich versuche mal hier so abzuhauen.
Ah, es ist gerade zu viele Pop-Ups, sorry. Ich habe schon wieder ein Kind. Jawohl. Oh, ein zweiter Enkel. Ich habe dabei noch ein bisschen den Papst angepumpt. Ich finde, da kann er schon den Kreuzzug hier finanzieren, wenn wir schon hier... Wo sind denn die anderen? Welche anderen? Achso, die KI, die steht da hinten nur, oder wie? Ja, du weißt ja, wie es ist. Wir haben hier 16.000, wir könnten die locker platt machen, aber die KI hat halt keinen Bock drauf. Ah, jetzt kommt sie aber. Ja, jetzt passiert vielleicht was. Mal schauen. Ich postiere mich jetzt hier einfach mal in Jerusalem. Kreuzzug-Infos. Tatsächlich wollte die Kirche nicht, dass spanische Christen auf den Kreuzzug nach Jerusalem gehen, weil sie sich ja um die muslimische Bedrohung in der Heimat kümmern sollten. Ergo war es schon richtig, dass die Pia zu Hause bleibt. Ich mache alles richtig, Maurice. Wow. Kriegst du das mit? Ich mache hier alles richtig. Dankeschön, Patrick, für die 12 Monate. Und ganz viel Spaß hier weiterhin. Dankeschön, Dankeschön. Als hätte ich es gewusst. War alles Glück bis jetzt tatsächlich, aber ich finde es großartig. Bei mir wird geschrieben, Ennis, ich habe gerade alle Türen offen. Ich hoffe, meine Nachbarn sind gerade nicht da. Ja, aber du weißt ja auch, worauf du dich einlässt, wenn du diesen Stream anschaltest. Das ist jetzt die dritte Runde in diesem Run. Wenn du jetzt noch, oh, die Nachbarn, ich habe jetzt gar nicht damit gerechnet, dann muss man schon auch sagen, bist du dezent selbst schuld. Tötet sie. Vor allem ist er recht leise, wenn er normal redet, und dann brüllt er durch das Blut der Muslime gewartet. Auch das wisst ihr inzwischen über mich. Ich bin ja inzwischen nichts Neues mehr für euch. Nichts davon überrascht euch noch. Meine Frau und ich hassen uns jetzt. Jetzt wundert. Also die sind meine Rivalen. Ja, die Sache ist ja, tatsächlich, die weiß über keine meiner Affären Bescheid. Die ist einfach, wie heißt das, die ist jähzornig. Und das heißt, die hat die ganze Zeit Wutausbrüche und beleidigt meine mich. Auch. So, und mein Charakter hat deswegen keinen Bock mehr auf sie. Das verstehe ich. Und er hat ja auch mit den erfolgreichen Liebschaften erst angefangen, nachdem seine Frau ihn gehasst hat. Also, zu meiner Verteidigung. Ich tue derweil wieder Hass verbreiten in Mallorca. Passend. Schick sie doch zu deinem Vater. Mein Vater ist meine tot. Meine Hasskampagne, das ist so eine tolle Meldung. Eure Hasskampagne ist erfolgreich. Die Grafschaft von Mallorca hat Aufruhr und Morde für 5 Jahre erhalten. Wow. Ach, du meinst zu Gott? Ah, lol. Ja, ich kann sie nicht töten. Das ist... Also sie töten wäre schon echt grausam. Das machen wir nicht. Das hat keinen Wert. Aber also ich versuche gerade Druckmittel gegen den Papst zu bekommen, ihn zu motivieren, uns scheiden zu lassen. Die sind ziemlich aufgerieben bei dem Dschihad, ne? Ja, das läuft gut. Den gewinnen wir. Also wir haben den fast schon. Und ich glaube, ich kriege auch ganz gut Punktebeteiligung, weil ich habe echt viele Leute abgeschlachtet. Dankeschön, Mietzchen, für die 2 Monate und ganz viel Spaß hier weiterhin. Dankeschön. Der Papst ist draufgekommen, dass ich versucht habe, ein Druckmittel gegen ihn zu fingieren. Ach. Oh. Das ist ja Ketzerei, Pia. Ja, er weiß ja nicht, dass ich's war. Um es schön zu reden, ich wollte einfach nur wissen, ob er Sachen macht, die nicht okay sind. Aber das ist ja auch schon Ketzerei. Du hast ja quasi dann den Papst angezweifelt. Ich bin Sohn Gottes, also ich sehe da keine Problematiken. Lass mich einfach von meiner Frau scheiden, dann lasse ich ihn in Ruhe. Das Problem ist nur, dass die halt, zwar ist sie widerlich, aber sie hat halt nichts gemacht, was falsch wäre. So. Deswegen werde ich sie halt nicht los. Ist auch schön, sie ist widerlich. Sie hat nichts gemacht, was falsch wäre, aber sie ist halt einfach widerlich. Ohne Begründung. Du bist der mit den 3 Affären, Pia. Ja, aber das ist was anderes.
Ich habe hier derweil noch, ey Leute, ich werde hier diesen, diesen Dschihad gewinne ich im Alleingang. Ich plündere und marodiere mich jetzt hier durch das schöne Ägypten. Ich brenne links und rechts vom Nil alles nieder, was auch nur im Entferntesten andersgläubig aussieht. Und derweil durchsuche ich eine Burg nach Schätzen. Immerhin 80 Gold. Wir finden Kinkerlitzchen und Tant. Toll. Einfach eine Affäre öffentlich machen, dann geht das schon. Hä, nein. Dann wär's ja meine Schuld. Ja, eben. Nee, das geht nicht. Hä? Ich will ja, dass ich quasi die Scheidung bekomme, weil sie widerlich ist. Und nicht, weil du widerlich bist. Eben. Wir haben den Dschihad. Wir haben gesiegt. Jawohl. Und du kriegst halt überhaupt nichts dafür, fällt mir gerade auf, ne? Nö. Sad. Sind meine Armeen immer noch da drüben? Jetzt muss ich die auch noch zurückfahren. Nee, du kannst einfach alle auflösen. Nee, weil mein Chef, Dingster, Bumster, Vorgesetzter, Lehnsherr, Dingsi, es nicht geschafft hat, in der Zwischenzeit seinen Krieg zu beenden. Ah, scheiße, das tut weh. Das ist hart, ja. Ja, weil er das eine Gebiet, um das es geht, noch nicht eingenommen hat. Der hat ihn 100.000 Mal besiegt, aber es tickt halt gegen ihn. Ich gehe dieses Gebiet jetzt für ihn einnehmen. Das schafft er alleine nicht. So. Oh, ich habe noch einen Sohn. Das ist nicht gut, weil ich hatte schon einen. Und er ist auch wieder reizlos. Du bist Sancho, der Unerwünschte. Niemand wollte dich. Wir haben Jerusalem verteidigt, nicht eingenommen. Da muss niemand konventieren gerade. Schade eigentlich, dass man da gar nichts dafür bekommt, wenn man das erfolgreich verteidigt, ne? Also nicht mal irgendwie. Aber Glaubenspunkte haben wir vielleicht schon. Haben wir Glaubenspunkte bekommen? Weiß es gar nicht. Aber der Lohn der Sache ist ja auch, also wir haben viele Heiden getötet. Das ist ja Lohn in sich. Das sollte genug Lohn sein, auf jeden Fall. Ja. Kriegt halt dieser unerwünschte Winzling, kriegt jetzt hier meine Ländereien. Geht halt nicht. Ich kann gegen meine Frau kämpfen. Weil sie meine Rivalin ist. Ah. So, dann gewinne ich jetzt für den noch den Krieg. Und dann haben wir genug Krieg geführt, ne? Und können wieder ein bisschen mehr feiern. Ja, ich bin jetzt im Heiligen Land sehr auf den Geschmack gekommen, ehrlich gesagt. Ich muss noch ein paar Ungläubige abschlachten hier. Es macht einfach zu viel Spaß. Außerdem ist Toledo reich. Reichtümer in den Händen von Ketzern ist das Schlimmste für einen Charakter wie meinen. Das ist halt das eine, das wirklich gar nicht geht. Reichtümer, die dem falschen Glauben gehören. Weil er ist gierig und ein Eiferer, da kommen die beiden Dinge zusammen, die er hasst. Leute, die reicher sind als er und Leute, die anderem Glauben anhängen. Ekelhaft ist sowas. Ich gehe jetzt besoffen jagen. Das ist ein bisschen das Äquivalent von besoffen Autofahren damals, oder? So ein bisschen, ja, auf jeden Fall. Ja. Schön, dass deine Doppelstandards wirklich vor nichts Halt machen, Pia.
geil und ich habe das Erlegte direkt unterwegs gegessen. Sancho, der Rächer Gottes, wird erwachsen. Er ist aber... Er ist nie wirklich gelehrsam gewesen, aber er beherrscht gewisse Zitate aus den Klassikern. Er ist nicht wirklich ein guter Gelehrter geworden. Er ist eigenwillig, zornig, tapfer. Er sollte halt eigentlich so ein bisschen... Nicht der geilste Typ. So ehrlich muss man sein. Während seine Ehefrau... So, ich hab den Krieg gewonnen. Ich hab eine wertvolle Geisel gewonnen. Okay, bei dem wird die Ehefrau die Hosen anhaben. Die ist eine charismatische Verhandlerin, eine Glaubenskriegerin und hat auch noch plus 4 Verwaltung und Bildung durch diese Vierer-Sternen-Städteverwaltungseigenschaft hier, die sie irgendwo her hat. Oh, das ist ordentlich. Ja, das... Also da wird halt dann... Das ist auch die kastilische Erbin, also nicht die Erbin, aber halt eine aus der Dynastie. Ja, er wird halt dann sein Bestes geben, so. Er war halt immer ein bisschen zu jähzornig für die Bücher offensichtlich. Sport im Abort. Ich habe jetzt eine Affäre angefangen mit der ehemaligen Verlobten von meinem Sohn, der jetzt Mönch ist. Warum? Ich hätte sie eigentlich geheiratet, aber ich werde ja meine alte Schreckschraube nicht los. Ah, okay. Die erzieht auch meine Kinder, ist der Hoftutor. Die ist übrigens aus deiner Dynastie. Wer ist das? Herzogin Majora Majoris? Nee. Die kann doch gar nicht. Nee, die ist doch nicht aus meiner Dynastie. Ach, die Affäre, nee, oder? Nee, die Affäre. Oh, sie? Die? Die Affäre. Oh, du siehst es nicht, ne? Alicia. Ja, dann lass dich überraschen. Okay, okay. Spannend, Pia. Du bist immer noch so erzürnt, dass ich diese eine Tochter nicht wollte, dass du jetzt andere aus meiner Dynastie verführst, weil du mich nicht kriegen konntest, oder was? Ja. Das ist doch hier die Wahrheit. Ja. Oh, ich werde in den Krieg gerufen vom Kaiser. Was hat er denn für einen Krieg am Hals? Gegen das Heilige Römische Reich. Oh, da geht's aber ab. Ich habe auch die Befürchtung, dass das eher unangenehm wird. Oh, sie hat sogar einen zweiten Sohn schon zur Welt gebracht. Das Heilige Römische Reich ist ja total am Arsch, ne? Das, ja. Dieser Krieg wird nicht gut für ihn ausgehen. Er hat 6.000 Mann, der Kaiser. Und du und Frankreich zusammen sind 14.000. Kannst du bitte den Kaiser von Frankreich auch als Kaiser betiteln? Nicht nur der des Heiligen Römischen Reichs, das ist sein Kaiser. Ich will das nur hier an der Stelle ganz kurz anbringen, ne? Ja, du bist da schon sehr stolz drauf, dass du diese komische, mittelmäßig schöne Frau hier tatsächlich zur Kaiserin gemacht hast. Ne? Vor allem ist toll, wie halt das Spiel da natürlich nicht darauf schaut, wie die Charaktermodelle wirklich aussehen, weil die ja eigentlich wirklich einfach ein echt schönes Charaktermodell hat, aber halt nur hübsch. Während meine ist wunderschön, aber sieht eigentlich in Anführungszeichen nicht so toll aus, weil du deine, die stammt ja aus deiner Dynastie, wo du die Figur noch extra modelliert hast, richtig toll, aber hohl auszusehen. Richtig toll, aber hohl. Das ist wunderschön. Du hast das gemacht. Du hast die schön, aber begriffsstutzig gemacht. Ich sehe mich da jetzt überhaupt nicht hier irgendwie schuldig. Wie immer. Wie immer. Die Unschuld in Person bin ich. Kann man nicht seine Frau irgendwie wohin schicken?
Willst du sie in den Krieg schicken oder wie? Nein, dass sie da stirbt? Nein. Man könnte sie ja, weiß ich nicht, auf eine Pilgerreise zum Beispiel schicken. Zum Pilgern. Und Pilgerreisen sind ja auch gefährlich. Ja, das stimmt. Deswegen würde ich sie zu einer langen Pilgerreise schicken. Weil die sind ja bekanntlich sicherer. Für wahr. Wieso hat der Papst minus 10.000 Prestige? Wahrscheinlich, weil er die ganze Zeit Schach spielt und verliert. Man kann sich von Kriegerorden Gold leihen. Ja. Geil. Das ging nur oft nicht so gut, weil die dann oft, also immer wenn ich das wollte, hatten die irgendwie gerade kein Geld. Mir wurde gerade empfohlen, das zu machen. Ja, ins Kloster kann ich sie nicht einfach so schicken. Ja, das Problem ist halt einfach, ich krieg die Scheidung nicht durch. Weil sie halt... Ich habe mir halt eine Frau geholt, die drei tugendhafte Eigenschaften hat. Ich habe ja meine Mutter geheiratet. Das heißt, der Papst sieht keinen Grund für eine Scheidung, weil sie halt nichts falsch gemacht hat. Mhm. Das ist so ein bisschen das Problem gerade. Jetzt habe ich noch eine Tochter bekommen. Ah. Ja, schade. Hast du schon rausgefunden, mit wem ich eine Affäre habe? Ich weiß nicht, ob ich es wissen will. Ist es meine Ehefrau? So grausam bin ich nicht. Also bist ihr alt. Was soll ich mit der? Das stimmt natürlich. Die ist... Ja, ja, wahrlich. Ach, guck mal, meine zweite Tochter ist Königin von Wales geworden in der Zwischenzeit und ist jetzt auch schwanger. Königin Helen von Wales. Ich habe so erfolgreiche Kinder. Nur mein ältester Sohn und Erbe ist immer noch nackt. Also der war mein ehemaliger Erbe. Er ist immer noch nackt. Dein Lehnsherr ist gestorben, oder? Nö. Der ist 77 und der ist frisch. Der sieht aus, als hätte er sich in Frischhaltefolie gepackt die letzten 10 Jahre. Ah, oh, eine kleine Prinzessin wurde in England geboren. Die Brutmutter ist wieder am Start. Man muss es so sagen, wie es ist. Naja, ich habe meine Töchter halt gut verheiratet. Das hat ja nicht so viel mit einer Brutmutter zu tun an der Stelle, würde ich sagen. Aber zwei Töchter, eine Kaiserin, eine Königin und ich bin nur Herzog, ist eine Ansage. Stimmt. Ja, ja, ich weiß, dass Jakob 5 Jahre nackt ist. Das ist mir bewusst. Das habe ich schon mitbekommen. So, ich habe jetzt... Die wollen immer nicht konvertieren, diese Herrscher. Ich habe den jetzt halt... Komisch. Dann... Ja... Warum kann ich, wenn ich einen Waffenstillstand habe, kann ich seine Titel nicht aberkennen? Was ist das denn für eine komische Mechanik? Ist das in diesem Kompromiss nur so? Das hatte ich ja noch nie. Bleibst du halt so lange, bis der Waffenstillstand ausgelaufen ist im Kerker und dann nehme ich dir deinen Titel ab. Aber auch so machen, wenn ihr das so spielen wollt hier. Frech. Ja, aber also, das ist ja wohl jetzt nicht meine Schuld. Ich will halt nur diese reiche Grafschaft von ihm haben, weil die kann ja nicht von einem Ketzer regiert werden. Wenn er einfach konvertiert wäre, hätte das alles nicht so laufen müssen. Das ist jetzt Bruder Jakob, ja. Lupus.
ja, eine prächtige Rüstung, finde ich gut. Ich find's krass, dass meine ganzen Affären immer noch nicht aufgeflogen sind. Ja, ich habe einen ganzen Wald mit Ketzern geschmückt. Ja, das war das Pfählen quasi. Oh, Königin Helen von Wales ist krank. Das gefällt mir nicht. Das gefällt mir gar nicht. Gott, meine Frau, diese alte Schachtel, ey, was mache ich mit der? Und die ist auch noch viel zu gesund, die wird mich überleben. Wo ist die denn? Die alte Schachtel ist ein Jahr jünger als du. Ja, sag ich ja. Die wird einfach mich wird überleben. Ich bin ja auch eine alte Schachtel. Ja. Ist schon schade. Dass die jetzt so lang lebt. Darauf erstmal ein bisschen was trinken. Der Waffenstillstand ist so komisch mit dem. Stehe ich nicht ganz. So. Neuer Lebenswandel. So, jetzt werden wir reich. Wie das? Ja, ich bin so ein bisschen sprunghaft tatsächlich mit meinem Charakter. Der weiß nicht so wirklich, was er mit sich selbst anfangen soll. Das heißt, er springt okay. Die ganze Zeit in seinen Ausbildungsbereichen hin und her und hat nicht wirklich so eine Sache, wo er sagt, jawohl, so. Und jetzt ist er auf Geld gegangen. Das kann ich gutheißen. So, und jetzt müsste ich ja hier eigentlich irgendwo Geld verlangen können, ne? Zahlungsaufforderung, genau. Zahlungsaufforderung 1. Oh mein Gott. Ich sehe gerade etwas, was ich gar nicht gut finde. Meine Nichte, die von meiner Schwester, die so... Ach, die ist immer an Herzversagen endlich gestorben, die alte Schrulle in meinem Gefängnis. Aber meine Nichte, die ich auch ins Kloster geschickt hat, die hat auch 3 Kinder mittlerweile und wurde zu einem Bastardgründer. Als Nonne. Und ein Mystiker. Schwierig. Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Ja, meine Familie ist nicht so rein, wie ich es bin, leider. Ey Leute, ich will einfach nur, dass ihr zum Christentum konvertiert. Was soll denn das? Jetzt will dieser komische 10-Jährige, 5-Jährige, Herr ernsthaft lieber mit seinen 3000 Mann den Aufstand proben, als hier einfach mal zu sagen, okay, ich erkenne Jesus als meinen Herrn und Erlöser an. Oder alternativ gerne auch Pia, die ja Sohn Gottes ist. Das kannst du auch nehmen. Ja, ne? Alternativ auch Pia, habt ihr gehört. Ja. Das bin ich. Ich habe vor allem schon seinen Vater wegen Ketzerei eingekerkert im Gefängnis verrotten lassen.
Und er hat die Lektion immer noch nicht gelernt. Ja, schwierig. Oh, ich habe da einige gerade. Oh Gott. Deine Familie hat das wirklich mit der Kirche und den Kindern. Ja, wir sind echt passend, was das angeht, tatsächlich. Ich werde gerade tatsächlich sehr, sehr reich in meinem Krieg, den ich gegen das Römische Reich führe, weil ich auch im Krieg noch Plus mache. Plus 7. Geil. Und ich einfach lauter Gefangene gerade gemacht habe und hier die Gefangenen für Lösegeld verkaufe. Ja, das kriegt über so viel Geld. Ja. Ah, und von meinem Glaubensoberhaupt 484 Gold. Geil. Das, was ich halt so verdient habe. Gut. Eins meiner Kinder. Ach, das ist ein Enkelkind. Was bauen wir als nächstes? Oh nein! Fernando ist tot. Mein bester und treuerster Freund. Niedergestreckt und vor seiner Zeit in die kalte Umarmung vom Tod geholt. Ich schluchze, ich heule, ich zerzause mir Haar und Kleidung. Doch ich weiß, ich werde ihn nie wiedersehen. Wie? Wie soll ich jetzt noch weiterleben? Fernando, der liebe, süße Fernando, würde wollen, dass ich es tue. Und ich muss hoffen, dass meine Erinnerung an ihn mich durch diese dunklen Zeiten trägt. Doch ohne ihn kommt mir das Leben vor wie eine Kerze ohne Flamme. Euer Freund König Fernando starb. Das ist traurig. Das ist echt sad. Holy shit. Mit 78 ist er gestorben. Und sein Sohnemann ist mit 50 Kastilien jetzt König ist geworden. Gib dir mal Kastilien, ne? Jetzt. Komplett. Ja. Welch opportuner Moment, Alter, für die Dynastie wenn du das der jetzt. Sanchos. Nein. Wahrlich, wahrlich. Du Geier. Ah, sehet, sehet. Sie waren zu schwach. Alles, also die Christenheit muss ja vereint stehen. Und was hier, eine muslimische Verführerin will mich hier verführen. Okay, sie ist eine richtig krasse Kriegerin. Holy shit, das ist fast schon attraktiv für meinen. Aber was ist denn das für eine Frau? 4 Sterne Stratege, Pionier, unnachgiebige Verteidigerin und Experte für offenes Gelände. Die gewinnt halt überall. Lukas, Belagerung, Verteidigung und Feldschlacht. Dankeschön, vielen, vielen lieben Dank und ganz viel Spaß hier weiterhin. Dankeschön, Dankeschön. Aber Ehebruch ist eine Sünde. Wie du das ganz schnell noch dazu gesagt hast, aber Ehebruch ist eine Sünde. Ja, es ist ein bisschen traurig, manchmal. Das hat meinen auch nicht davon abgehalten. Jetzt bin ich ein Stratege und als nächstes will ich ein bisschen Geld noch. Ja, die Sache ist halt, jetzt könnte ich halt König werden. Stimmt. Eigentlich. Zumindest könnte ich mich jetzt ein bisschen weiter ausbreiten, endlich mal. Mhm. Weil bis jetzt war ja alles immer so ein bisschen eng. Frage ist, gibt es eine sinnvolle, also kannst du es dir zurechtlegen, warum dein Charakter jenes tun würde?
Maximal Langeweile. Also ich werde nicht einfach so blind anfangen, gegen meinen König vorzugehen. Gibt keine Begründung dafür tatsächlich. Ich werde weiter vor mich hin vegetieren, glaube ich, eher gerade und... Aber guck doch mal, ist da irgendwer nicht tugendhaft von denen? Das ist, also mein Dude ist zwar religiös, aber der hat sich auch weiterentwickelt als Person. Der ist ein kompletter Säufer. Ich glaube, der ist seit 20 Jahren besoffen. Person, da kommt meistens was anderes bei raus nach dieser Aussage. Sich weiterentwickelt. Oh, viel schlimmer. Der Kaiser von Franzien hat sich zu Tode getrunken. Das ist natürlich schade. Ja. Das ist sehr, sehr schade. Aber jetzt ist ja dein... ja. Also der ist ja aus deinem Hause, Kaiser Henri. Es ist halt nur ein bisschen zerfallen, Franzien, dazu. Mal gucken, ob das jetzt hier... Da kann es jetzt bald sein, dass du bei einem Aufstand helfen musst. Ja, ne? Ich bin mit dem wieder verbündet. Ja, genau. Ich habe leider gegen den kein Druckmittel. Ich würde den gerne ausbilden. Zu Tode gesoffen, weil seine Frau nur hübsch war. Are you fucking kidding me? Ihr Schlingels. Das ist, kann ich gut nachvollziehen. Ihr Schlingels. Halt, der ist halt nie drüber hinweggekommen. Also als Kaiser von Franzien kannst du ja jeder haben. Und dass er halt so gesettelt hat. Sie hat ihm zwei gesunde, wundervolle Söhne zur Welt gebracht. Ich lasse mich hier... Aber hatte er auch richtig viel Spaß dabei? Wie hatte er auch richtig viel Spaß dabei? Ja, so viel Spaß, wie er gehabt hätte, wenn sie noch ein bisschen schöner gewesen wäre dabei. Ich werde hier provoziert. Das würde ich niemals tun. Ich habe auf jeden Fall... Die kleine Prinzessin Katharine von Franzien, die für dich ja nicht schön genug ist, an meinen Enkel weitergegeben. Okay. Das ist Cousin und Cousine oder sogar Großcousin oder Großcousine, das ist okay. Das ist in keinem unangenehmen Verhältnis. Aber das ist ein nobles, edles Blut, um das es hier geht. So. Gut. Die nächste Frage ist, wie werde ich meine Frau los? Meine Schwester, Pia! Was? Nun also! Was ist mit deiner Schwester? Das... Fürwahr kann jenes nicht ungesühnt bleiben. Er hat's rausgefunden. Und jetzt hat er es auch noch öffentlich gemacht. Natürlich! Oh, Moment, ich habe zu viele Pop-Ups. Das waren zu viele. Halt, stopp! All deine Sünden! Meine unschuldige Schwester! Wir sind ein gottesfürchtiges Haus! Wie kannst du es wagen? Der Papst soll erfahren von deinen Sünden!
Es ist sehr ärgerlich, weil ich trotzdem meine Ehescheidung noch nicht bekomme. Weißt du, was ich jetzt könnte, Pia? Du könntest mich exkommunizieren lassen. Der Papst wird es jetzt machen. Natürlich würde er es jetzt machen. Meine Schwester! Aber ich habe mich wieder sauber gekauft. Der Papst hat schon wieder vergessen, dass ich untreu war. Warum ging das jetzt nicht? Was? Ich hatte kurz zur Auswahl und ich habe es sogar abgeschickt, aber ich glaube, es ging nicht durch aus irgendeinem Grund. Mich zu exkommunizieren? Nee, es wäre halt das Großartigste. Warum? Also ich wollte tatsächlich, weil jetzt ist sie ja von der KI gesteuert, deine Elvira von Franzien. Und ich hätte die jetzt tatsächlich mit meinem 4-jährigen Sohn Santo der Unerwünschte verheiraten können. Ah, die hat aber schon 9 Mann, ne? Ja, aber ich hatte es abgeschickt tatsächlich. Ah. Aber zur gleichen Zeit hat wohl die KI schon was ist denn das für einer? Der ist so weit weg, dass ich nicht mehr interagieren kann mit ihm. Leosthenes Pegonites. Keine Ahnung, wer das sein soll und warum. Also, der ist ja nobody. Vielleicht war das wahre Liebe. Ja, vielleicht. Ich meine, ist aber auch geil, ne? Dass deine jetzt mit 27 ist sie schon Kaiserin Mutter. Ja. Ja. Ich habe auf jeden Fall Ablassbriefe bezahlt, bevor hier jemand auf eine dumme Idee kommt und mir den Krieg erklärt. Das war auf jeden Fall eine gute und wichtige Sache. Und ich habe meine Affären auf 2 runter reduziert. Das waren dann doch ein bisschen zu viele. Ich werde noch eine runter reduzieren, um sicher zu gehen. So. Was wir jetzt aber auf jeden Fall machen können und was wir auf jeden Fall machen sollten und was auch Sinn ergibt, ist, ich möchte jetzt eine Unabhängigkeitsfraktion starten. Papst will mir leider die Ansprüche auf die Königreiche der anderen nicht geben. Das finde ich nicht okay. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich muss hier ganz kurz. Oh mein Gott. Was ist passiert? Ich habe eine... Ich habe was über den Papst gelernt. Was hast du über den Papst gelernt? Er hat eine Affäre. Und ich bin meine Frau los. What? Ja. Der Papst die ganze Zeit, während du versuchst, diese Ehe... Du hast ihn ja aufmerksam gemacht auf sie. Du hast gesagt, schaut, diese Frau würde ich gerne loswerden, der Papst. So, oh, das lässt sich einrichten. Aber er hat nicht mit deiner... Ich weiß nicht, mit wem er eine Affäre hat. Also... Ich weiß nicht, so, mit wem, aber... Ich dachte, mit ihr! Nee, ich habe eine Affäre vom Papst aufgedeckt, habe ihn erpresst und konnte dadurch meine Ehe beenden. Ach so! Und weil ich sie ja auch wirklich nicht ausstehen kann, meine eigene Ehefrau, weil die mir ja auch einfach so dermaßen auf die Nerven gegangen ist, wird meine Ehefrau jetzt mein Hofnarr. Also meine Ex-Frau. Du bist ein Monster. Hä? Nein, wieso? Das ist so schlimm, Pia. Was ist daran schlimm? Das ist... Ich sehe das Problem nicht. Das, was halt wirklich schade ist, ist, ich hätte deine Schwester wirklich gern geheiratet, aber jetzt ist sie halt eine Ehebrecherin und das ist halt, macht kein gutes Licht auf mich, wenn ich jetzt eine Ehebrecherin heirate. Also eine Unzüchtige. Meine Schwester. Hab ich die nicht mit einem von dir aber verheiratet? Ja, das eigentlich? Ist der nackt als Mönch durch Europa rennt.
Katholika. Warum? Ich habe dich so gut, ist sogar eine religiöse Eiferin. Ich habe dich so gut erzogen. Ich krieg halt das warum nicht weg von ihr. Das ist halt das Problem. Warum tust du mir das an? Also sie hat halt, es ist halt, was soll ich denn machen? Also sie, ich krieg das ja auch einfach nicht weg von ihr, dieses, dass sie unzüchtig ist. Das ist halt, es tut mir leid. Also es tut mir wirklich leid. So, wir suchen uns eine neue Frau. Was hat die denn für Ansprüche? Holy shit. Ach, die ist, nee, ich bin hässlich. Mein Typ ist hässlich. Gut. Das will ich jetzt schon mal. Hier. Noch geht's nicht, aber wenn die mal erwachsen ist, vielleicht. Ich muss mein Stresslevel reduzieren, sonst sterbe ich gleich weg. So, ich habe deine Frau auf jeden Fall, also ich habe deine Katholika jetzt in zu einer Nonne werden lassen, damit sie nicht weiter vor sich hintreibt. Das ist eine noble, gute Sache. Ich würde sie jetzt auch tatsächlich, ich würde mich von ihr auch trennen, weil mein Leben geht weiter und ihres sollte jetzt auch weitergehen auf jeden Fall. Ne? Ja. Ich finde das wichtig, sie auch gehen zu lassen. Und ich suche mir währenddessen eine junge, unbefleckte Frau. Also ja, nee, verstehe ich total. Dankeschön, Wiener Wurst, für die 22 Monate und ganz viel Spaß hier weiterhin. Dankeschön. Dankeschön. Man bekommt Pia aus Österreich, aber nicht Österreich aus Pia. Andere mögen Kriege führen, aber du, Shuyok, heiratest. Ja, das ist halt Hochzeit, meinst du? Aber ja, das ist halt, was soll ich machen? Also, ich bin halt auch tatsächlich gerade dem Tode nahe, ne? Also ich habe es auch ein bisschen verdient, muss man sagen an der Stelle. Hattest ein ganz geiles Leben, oder? Ja, ich hatte ein super Leben. Also man kann sich echt nicht beschweren. Ich würde jetzt auf jeden Fall trotzdem nochmal eine junge Frau heiraten. Weil das muss ich ja nicht annehmen oder akzeptieren, dass ich dem Tode nahe bin. Das stimmt. Ich möchte auf jeden Fall nochmal in Erinnerung bleiben mit einer jungen, tollen Frau. Du heiratest extra nochmal eine junge Frau, damit noch jemand, eine weitere schöne junge Frau um dich weint, wenn du den Löffel abgibst, oder was? Ja. Krass. Okay, Ute, 20 Jahre alt. Schön. Ich würde es ja nicht anders machen, ne? Also. Na eben. Das steht einem ja auch zu, wenn man ein Herrscher von gewisser Klasse ist. Auf jeden Fall. Wobei meine Affären tatsächlich schöner waren als Ute. Also auch deine Schwester war tatsächlich reizender. Es ist so schade um so eine liebliche Seele, dass sie untreu wurde. Ja, es ist, ne, Frauen halt. Die Besten, ne? Die Besten, ja. Die fallen immer als erstes. Ja, ihr habt Grafschaft Konfone an Mindest verloren. Hä, warum hab ich... what? Wie konnte ich meine Hauptstadt verlieren? Was? Hä? Ohne dass ein Krieg geführt wurde. What? Wie geht das? Der wurde abgesetzt, der andere Herrscher, und hat jetzt sitzt irgendein anderer Dude in meiner Hauptstadt drinnen. Obwohl, also, es ergibt ja gar keinen Sinn. Dein Lehnsherr festgenommen, ja, aber
Hä? Aber es ist ja nicht sein Gebiet, sondern mein Gebiet. Dann müsste er ja im Gebiet von meinem Lehnsherrn sitzen und nicht in meinem. Jetzt muss ich hier nochmal Krieg führen. Jetzt muss ich Krieg führen gegen die Burg, die ich ausgebaut habe, die Festungsstufe 9 hat. How the tables have turned, Pia! So was aber auch! Ist ja schlimm, wie jetzt diese Burg sich gegen dich wendet. Ich bin ja richtig erschüttert. Das Lügen steht dir nicht. Das stimmt. Ich hab dem jetzt den Krieg erklärt. Ja, verstehe ich. Also den werde ich auf jeden Fall töten, das kann er vergessen. Also, ich meine, was glaubt er eigentlich? Was glaubt er eigentlich, dass er meine Stadt und dass er mir das Gebiet abnimmt, in dem ich die Stadt, also die Burg für meine Mutter gebaut habe? Ich meine, das glaubt er ja wohl selber nicht. Ja, das Problem ist, dass also der Struggle war, dass er hohe Lehnsautorität hatte gegen mich. Und die hohe Lehnsautorität ermöglicht es ihm, die Sachen abzunehmen. Wobei, nee, der hat autonome Vasallen, dann habe ich wirklich gar keine Ahnung. Wenn jemand einen Königstitel bekommt, der keine Grafschaft hat, erhält er automatisch die Hauptstadt dieses Titels, egal wem sie gehört, wird bei mir geschrieben. Es ist ja super stupid. Interessant. Also das ist ja wirklich super stupid. Also wirklich. Das ist richtig dumm. Es ergibt gar keinen Sinn. Also ich finde... Er sollte halt Titel bekommen von dem er den Königstitel abnimmt und nicht einfach random irgendwie die Hauptstadt zugelost bekommen. Also, wenn ich das gewusst hätte, also dann müsste er ja auch automatisch gegen mich integrieren, weil es würde ja keinen Grund geben, dass ich dann nicht mich einmische. Aber ich kann ja auch der Fraktion nicht dagegen beitreten. Ich habe ja keine Möglichkeit, einen Einfluss auf diese Fraktionen zu nehmen. Ich muss es ja hinnehmen. So. Also die brauchen irgendeine andere Lösung dafür, weil ich ja ich kann nur Krieg führen dagegen, weil ich mich nicht wehren kann dagegen. So.